der Woche spielen, also Kusenkoppel besonders, ist immer so, als wenn man nach Hause kommt. Ne? Die Homeboys sind wieder da. Also eigentlich ist das gut. Gewaltig leise geht es auf der Freilichtbühne seit genau 10 Jahren zu. Der Name ist Programm, denn das Aufgebot an Künstlern ist gewaltig. Leise wird es jedoch nicht, wenn Bands und Besucher erst einmal anfangen zu feiern und zu tanzen. Der Künstler steht auf der Bühne und kann fast den nach oben noch in die Augen schauen. Da kriegt jeder Künstler irgendwie so ein Gänsehautgefühl, wenn er denn das ausverkauft ist und 2000 Menschen hier geballt sitzen auf den Künstler gucken, und das überträgt sich auch. Man ist nah am Publikum, so nah wie auf keiner anderen Bühne. Highlights sind für Organisator Günther Hoppe vor allem die Architektur der Location und die Musikauswahl. Publikumslieblinge wie Tears for Beers sind schon das 9. Mal mit von der Partie. Und auch die Besucher kommen immer wieder. Ich kann eigentlich jeden aus dem Publikum persönlich begrüßen, wir kennen sie alle. Die sitzen hier mit Whiskyflasche und Schnitzelbrötchen jedes Jahr und machen hier Picknick. Das ist so die Kieler Woche so vor 15 Jahren. So ganz klein familiär, wie es mal früher auch war, wie es auch richtig toll war früher. Wo sie Kieler Woche noch klein war, jetzt wo sie größer wird und unpersönlicher wird, ist das hier so ein altes Relikt noch aus irgendwie alten Zeiten. Das ist irgendwie das, was den Charme auch ausmacht. Gewaltig leise ist sie. Die etwas andere Seite der Kieler Woche.